Ich freue mich riesig. Eine grandiose Teamleistung. Viel besser hätte es nicht laufen können. Sie sind wieder zurück. Der 6:3-Sieg gegen den Tennisverein Bisping besiegelt das, was sich seit August in der zweiten Bundesliga Nord abgezeichnet hat. Nach 4 Jahren spielen die Damen des TC Blau-Weiß wieder erstklassig. Sehr. Ich freue mich fürs Team, auch für Ali, der so viel reingesteckt hat. Er ist der Vater des Erfolges. Alexander, genannt Ali Dersch. Kein einziges Mal patzte sein Team. Eine perfekte Bilanz. Am letzten Spieltag setzten sie ihrer tadellosen Saisonleistung die Krone auf. Und das zu Recht. Nachdem man 2019 als Tabellenzweite die Rückkehr in die erste Liga knapp verpasste und die Saison 2020 Corona-bedingt abgesagt werden musste, darf nun endlich der Aufstieg gefeiert werden. Dass dieser Aufstieg in dieser Form jetzt geglückt ist, hat uns alle wirklich überrascht und spricht für die Leistung, die die Mannschaft abgeliefert hat. Und obwohl die Blau-Weißen nach ihrem Sieg über den Club an der Alster rein rechnerisch schon aufgestiegen waren, sollte es am letzten Spieltag gegen den Tennisverein Bisbeck noch richtig spannend werden. Vor allem die jungen Spielerinnen bekamen noch einmal die Chance, ihre Erfahrungen in der Bundesliga zu machen. So hatte Emma Gevorgian ihren ersten Einsatz und siegte über Iris Schwerter mit 6:3 und 6:2. Sophie Greiner, die zum ersten Mal eine Partie als Nummer 5 bestritt, musste sich zwar in 2 Sätzen gegen Leonie Möller geschlagen gehen, doch konnte sie so in ihrer Premierensaison weitere Eindrücke sammeln. Also eigentlich spiele ich fest in der Regionalliga, aber jetzt durfte ich in die Bundesliga schnuppern, das war schön. Die Ausgeglichenheit zwischen beiden Teams zog sich wie ein roter Faden durch die Einzel. Nach 6 Partien schafften es beide Mannschaften, je 3 Siege für sich zu verbuchen. Wieder einmal sollten die Doppel die Entscheidung bringen. Und da liegt der Vorteil klar bei den Mädels vom TC Blau-Weiß. Aus insgesamt 21 Partien der vorherigen 7 Spieltage sind die Berlinerinnen aus 18 als Sieger hervorgegangen. Die Siegesquote von knapp 86% spricht für sich. Das zeigt schon, was für ein Spirit da ist, wie gut wir uns verstehen, wie gut wir harmonieren. Auch dieses Mal konnten die Mädels von Blau-Weiß in ihren Doppeln glänzen. Andrea Amaya Roska und Charlotte Klaassen sowie ihre Schwester Anna und Emma Gevorgian konnten ihre Partien im Match-Tiebreak für sich entscheiden. Lena Greiner, die ihr Einzel aufgrund von Unwohlsein frühzeitig beenden musste, war für das Match mit ihrer Schwester Sophie wieder fit und gewann gemeinsam mit ihr 6:4 und 6:3 über Chiara Tomasetti und Iris Schwerter. 3 weitere Siege für den TC Blau-Weiß bedeuten das Endergebnis von 6:3 und damit nun auch offiziell der Aufstieg der Damen in die erste Bundesliga. Selbst wenn so viele Individualsportler zusammentreffen, ist es nachher das, was es ausmacht, dass man sich als Team findet. Und das hat diese Mannschaft geschafft. Während es für die Gegnerinnen vom Tennisverein Bisbeck gemeinsam mit dem TC Union Münster und Bayer Leverkusen als Absteiger der Saison wieder in die Regionalliga geht, stecken sich die Berlinerinnen bereits Ziele für das kommende Jahr. Das Genießen, aus jedem Spiel das Beste machen und definitiv Klassenerhalt. Also wir wollen die Klasse halten, wir wollen oben bleiben. Und einfach ganz viel Erfahrung sammeln und einfach das Beste wirklich draus machen. Bis es soweit ist, dauert es zwar noch ein wenig, doch bereits jetzt wächst die Vorfreude im Verein. Der TC Blau-Weiß spielt wieder in der ersten Liga und ist bereit für das, was kommt.